Tolle Themen stehen am Programm des diesjährigen E-Days, der ja ganz unter dem Motto mehr Spielraum für Unternehmen steht. Und ich freue mich auch auf ganz spannende Talkrunden, jeweils im Anschluss an die einzelnen Referenten. Ich darf Sie einladen, hier im Saal fleißig mitzudiskutieren, aber ich darf auch jene, die uns via Livestream zusehen, einladen, mitzudiskutieren. Schicken Sie uns Ihre Fragen, und zwar via Twitter unter Hashtag eDay15. Wir haben einen Mr. Web 2.0 hier im Saal, das ist der Stefan May. Herzlich willkommen. Er wird den ganzen Tag die Tweets verfolgen, die eingehen und uns Ihre Fragen weiterreichen. Ja, bevor wir gleich losstarten, darf ich vorab die Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk zu mir bitten für die offiziellen Begrüßungsworte. Herzlich willkommen, Frau Kommerzialrat Renate Scheichelbauer-Schuster. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren, sozusagen beim ID der Sparte Handwerk und Gewerbe. Ja, und wenn man an uns denkt, an das Handwerk und Gewerbe, dann denkt man in erster Linie an Tradition, Individualität, Kundenbezogenheit und vor allem auch ganz hohe Qualität. Ich glaube, diese Werte sind gut und richtig. Und sie sind auch die wichtige Basis für Innovationen und Weiterentwicklungen. Nicht nur die großen Industriebetriebe, meine Damen und Herren, sondern besonders auch die KMUs sind sehr stark im produzierenden Bereich tätig. Und wir haben viele Beispiele aus dem Handwerk und Gewerbe, wo es mit neuen Technologien, neuen Produktionsmethoden und innovativen Unternehmensorganisationen gelungen ist, Weltspitze oder oft auch Nischenweltmeister zu werden. Die 3D-Produktion ist seit einiger Zeit in aller Munde und sie ist auch das Zentrum unserer heutigen Vorträge. Bei genauer Betrachtung erkennen wir, dass diese Technologie bereits einige unserer Branchen erobert hat. Zum Beispiel bei der Produktion von medizinischen Produkten, bei der Ausbildung von Goldschmieden oder im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Allerdings haben wir die breite Anwendung dieser Technologie noch vor uns und das wissen wir. Aber diese wird uns rasant einholen. So wie unser Präsident heute bei der Eröffnung des ID gesagt hat, nur die, die ganz schnell sind, werden den Wettbewerbsvorteil hier nutzen können. Eine Studie von McKinsey sagt auch aus, dass ein großer Informationsdefizit betreffend dieser zukunftsträchtigen Produktionsmethode gegeben ist. Diesem Informationsmangel möchten wir heute entgegenwirken. Und, meine Damen und Herren, wir möchten Sie darauf vorbereiten, dass diese Technologie nicht nur die Produktion, sondern auch die Organisation des Unternehmens, die Kundenstruktur und den Vertrieb sowie besonders auch die Ersatzteilhaltung verändern. Gerade deshalb ist der Nutzen gar nicht so einfach zu definieren. Für die systematische Entscheidung zugunsten dieser neuen Technologie braucht es daher eine strategische Entscheidung. Die Veranstaltung, welche wir über die 3D-Technologien im Rahmen des heutigen ID's für Sie vorbereitet haben, soll Ihnen die breiten Einsatzmöglichkeiten demonstrieren und Sie ermuntern, sich mit dem konkreten Einsatz zu beschäftigen. Damit werden die innovativen Gewerbe- und Handwerksunternehmen den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren. Denn nur durch Qualität und Innovation wird der Wirtschaftsstandort Österreich erfolgreich positioniert. Das gilt heute und das gilt für die Zukunft und wahrscheinlich hier noch viel mehr. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und dass Sie jenes Wissen mitnehmen können, welches Ihnen für erfolgreiche Entscheidungen in Ihrem Unternehmen hilft. Also einen interessanten Tag, viel Erfolg und alles erdenklich Gute.
Vielen Dank, Frau Kommerzialrat. Ja, wir beginnen den spannenden Idee mit dem Themenblock 3D-Druck. Kann denn 3D-Druck die Welt verändern? Kann dieser sogar eine Revolution in der Industrie, in der Wirtschaft auslösen? Unser erster Referent ist ein absoluter Pionier und Vorreiter auf dem Gebiet 3D-Druck. Mit seinem Unternehmen Laserplast ist er mittlerweile der größte medizinische Hersteller von 3D-Modellen in Europa. Herzlich willkommen, Hans Prioder, Film ab. Ich bin Geschäftsführer der Lasergruppe. Und als solcher habe ich also 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet 3D-Modelle. Wir haben schon vor 20 Jahren begonnen mit den ersten Entwicklungen und können hier einiges an Erfahrung anbieten. Mein Thema ist der Einsatz von 3D-Modellen in der Technik. Hier werde ich zu dem Thema technische Möglichkeiten, welche Verfahren, welche Genauigkeiten und welche Kosten referieren. Ja, wenn Sie sich also mit der 3D-Technik und speziell mit der Modellbautechnik auseinandersetzen, dann haben Sie damit einen Vorteil, der Sie ganz einfach in die Zukunft führt, der Ihnen Möglichkeiten aufzeigt, die Sie vielleicht jetzt noch nicht kennen und letztendlich auch also üblicherweise einen erheblichen Kostenvorteil bringt. Meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen hier in der Wirtschaftskammer. Ich wurde gebeten, Sie heute einmal darüber zu informieren, was ist denn 3D-Technik, 3D-Druck, wo bewegt sich das hin, was kann man heute machen, was kann man aber auch nicht machen. Mein Name ist Hans Prioder, ich bin der Geschäftsführer der Lasergruppe, beschäftige mich mit diesem Thema seit mehr als 20 Jahren und ich glaube, sagen zu können, dass ich auf dem Gebiet wirklich ein Pionier bin und so ziemlich alle Einsatzmöglichkeiten dieser Technik kenne und weiß, ob sie noch aktuell oder eigentlich weniger aktuell sind. Herr Präsident hat das in der Einführung heute schon gesagt, die Zukunft der Produktion wird also nicht mehr bestimmt werden von dem, der billigste ist, sondern von dem bestimmt werden, der schnellste ist. Und genau diese Technik, die 3D-Technik, ist ein wesentlicher Schlüssel, um der schnellste zu sein. Wenn Sie heute für das auf den Markt bringen eines Produktes, so wie früher, 1 bis 2 Jahre gebraucht haben, dann schaffen Sie es mit der 3D-Technik üblicherweise in einigen Wochen oder sogar in einigen Tagen. Bevor Ihre Mitbewerber überhaupt reagieren können, sind Sie mit Ihrem Produkt am Markt. Das ist also der primäre Vorteil dieser 3D-Technik, die sich wirklich lawinenartig ausbreitet über praktisch alle Bereiche der Wirtschaft. Meine Damen und Herren, ein Prototyp in 48 Stunden, mit dem Prototyp beim Kunden zu sein, in 48 Stunden am Markt zu sein, in 48 Stunden die Funktion überprüfen zu können, das Design überprüfen zu können, das war etwas, wovon also unsere Vorgänger noch vor 10 Jahren geträumt haben und es für vollkommen unmöglich gehalten haben. Heute ist das also Standard. In 48 Stunden am Markt zu sein, mit allen Möglichkeiten der Funktionen, das schafft also der 3D-Druck. Und wenn Sie mir jetzt erlauben, werde ich Ihnen versuchen, in einfachen Worten zu erklären, welche Technik wir also heute beherrschen, welche Technik zu erwarten ist
und wo also der Kostenfaktor hingehen wird. Man hat also vor ungefähr 40, 45 Jahren begonnen mit den ersten 3D-Modellen für den technischen Bereich mit dem sogenannten Stereolithographieverfahren. Das war also hauptsächlich also damals für die Raumfahrt, also die NASA war da ein wesentlicher Geldgeber für diese Entwicklung. Daher kam aus dieser Entwicklung ausschließlich aus Amerika. Also die ganze STL-Technik ist eine Technik, die von der Maschine, von der Anlage, von der Software bis hin zu den Funktionsparametern ausschließlich in Amerika kreiert worden ist. Und wir kamen hier in Europa so 2, 3 Jahre nach dem am Markt kommen in Amerika auf den Markt damit. Die Anlagen waren sehr, sehr teuer. Man hat also damals für eine Anlage, wenn man es heute umrechnet, in Euro, sicher mehr als 500.000 Euro bezahlt. Und es war also eine sehr, sehr exklusive Anwendung im Hightech-Bereich. Die Teile, die damit gefertigt worden sind, waren natürlich auch entsprechend teuer und nur sinnvoll dort, wo es mit anderen Techniken überhaupt nicht gegangen ist. Und hier komme ich gleich zu einem sehr wesentlichen Teil dieser 3D-Technik. Meine Damen und Herren, die 3D-Technik ist heute eine Technik, die als einzige Technik im technischen Bereich sicherstellt, dass sie keine Einschränkungen in der Geometrie haben. Ich habe also mein Nachreferent, wird also über Schmuckdesign sprechen und Einsatz der 3D-Technik. Hier sind Sie voll kreativ, hier können Sie also ohne, dass Sie auf Hinterschneidungen oder ähnliche Dinge Rücksicht nehmen müssen oder auf Fräsdurchmesser, können Sie ganz einfach gestalten. Und dieser Vorteil dieser uneingeschränkten Gestaltung, was also die Form und die Funktion betrifft, ist eigentlich das, was also diese 3D-Technik in den letzten Jahren ungeheuer nach vorne marschieren hat lassen. Und immer mehr Einsätze sind also hier gekommen, immer mehr Branchen haben sich also dieser 3D-Technik bemächtigt. Diese Stereolithografie-Technik, also der Ursprung der 3D-Technik, hat also ungefähr 10 Jahre den Markt beherrscht. Es gab also nur diese eine Technik. Und man musste schon gut beducht sein und auch gute Freunde in Amerika haben. Die Technik war zum Beispiel einige Jahre auf der gesperrten Liste und man konnte sie also in Europa überhaupt nicht einführen. Und man hat dann also nach Auswegen gesucht, was kann man also noch machen, denn diese Stereolithografie-Technik hat zwar eine relativ hohe Genauigkeit, nämlich im Hundertstelbereich, aber die Teile, die daraus entstehen, sind ganz einfach aus einem fotosensitiven Kunststoff, der natürlich irgendwo so bei 60, 70 Grad sein Ende hat und auch die mechanische Belastbarkeit eingeschränkt ist. Das hat also zur nächsten Entwicklung geführt, die Sinter-Technik. Hier war also die treibende Kraft, dass man gesagt hat, man will also so 3D-Teile haben, die man also zum Beispiel in einen Automotorraum einbauen kann oder Keramikteile wieder für die Raumfahrt haben. Da ist das also nicht gegangen mit STL. Und da kam also die Sinter-Technik, die also praktisch Pulver in Metall oder in Keramik mittels Laser zusammenschmilzt. Diese Sinter-Technik hat also ja, auch ihre Berechtigung und diese Berechtigung wird jetzt immer stärker, wo es also in Richtung Funktionsteile geht. Wenn ich sage, also okay, das muss eine gewisse mechanische Festigkeit haben oder das muss also bestimmte Temperaturen aushalten, dann kommt man normalerweise über die Sinter-Technik nicht hinweg. Die Sinter-Technik ist heute ausgereift, die Sinter-Technik ist Stand der Technik. Sie ist aber leider noch immer eine sehr, sehr teure Technik. Das heißt, also Anlagen für die Sinter-Technik beginnen so bei 200.000, 300.000 Euro. Das ist also nichts für einen Schreibtisch. Nach dieser Entwicklung der Sinter-Technik, meine Damen und Herren,
sind die Architekten und die Designer eigentlich wirklich aufgewacht und haben sich also dieser möglichen Vorteile bedient. Es gab aber hier sofort das Problem, dass also natürlich die Leute, die also Maschinen in der Preisklasse investieren konnten, sehr eingeschränkt waren. Und man hat sich dann eine Anleihe aus der Spritzgusstechnik genommen, aus der Kunststoffspritzgusstechnik. Und es hat also eine Firma, interessanterweise damals in Deutschland, begonnen, eine Mini-Spritzgussmaschine zu bauen, eigentlich als Zielpublikum für Ausbildung und für Schulen. Und dann ist man also draufgekommen, man könnte doch diese Mini-Spritzgussmaschine, die also waagrecht funktioniert hat, ja auch aufstellen. Und siehe da, es war also die Plottertechnik geboren und man konnte also mit dieser Plottertechnik jetzt ganz einfach einen Kunststoffschlauch aufschmelzen und ihn mit einem quasi kleinen Koordinatentisch sehr schnell positionieren und das also auch wieder Schicht für Schicht, um die uneingeschränkte Funktion wieder sicherzustellen. Das Besondere an dieser Technik, und das war wirklich revolutionär, ist, dass also hier große japanische Konzerne dann auf diese Technik aufgesprungen sind und auf einmal also solche Plotter, 3D-Plotter am Markt waren, die unter 1000 Euro gekostet haben. Das war eine Revolution. Wenn Sie vorher denken, 200.000 Euro Invest und jetzt 1000 Euro Invest. Und diese Plottertechnik ist also in großen Stückzahlen vertrieben worden, steht also heute überall dort, wo Sie kreativ sein möchten, egal ob das jetzt das Architekturbüro ist, der Schmuckdesigner, ob das also im technischen Bereich ist, wo ich also ganz einfach überprüfen will, ob die Teile auch schön sind und dort hineinpassen. Denn dieses Invest kann sich jeder leisten. 3D-Zeichnung gibt es normalerweise eher aus dem Konstruktionsbüro und ich habe also ganz einfach etwas in der Hand. Und das in der Hand, das möchte ich Ihnen jetzt also hier zeigen. Hier ist also ein Teil in Stereolithographie-Technik, also in der ersten Technik hier beim 3D Rapid Prototyping. Bauzeit für diesen Teil ungefähr 6 Stunden. Hier haben Sie das Ganze in der Plottertechnik. Ja, Entschuldigung, hier muss ich auch dazu sagen, was das dann kostet. Also dieser Teil würde ungefähr 100 Euro kosten in der Stereolithographie-Technik. Dieser Teil in der Plottertechnik, Bauzeit ungefähr 2,5 Stunden, Kosten aufgrund des geringen Invests, würde ich sagen, so um die 2 Euro. Ja? Also Sie sehen schon aus dieser Aussage, hier hat sich also Gewaltiges getan. Hier ist die 3D-Rapid-Prototyping-Darstellung eigentlich in den Massenmarkt eingebrochen und es gibt heute keine Berufsschule, es gibt heute keine technische Schule, wo diese Dinge nicht herumstehen. Also auf der Technik hier in Wien, glaube ich, stehen 20 den Studierenden zur Verfügung. Das heißt also, das ist ganz einfach ein Gerät geworden, wo man sagt, also alles, was also irgendwie kreativ sein möchte, bedient sich dieser Technik. Und jetzt gibt es natürlich keine Vorteile ohne Nachteile. Und diese Nachteile der Plottertechnik sind in erster Linie einmal am Material. Man hat also ein Polymilchsäure-Kunststoffdraht, der natürlich mechanisch nur sehr, sehr bedingt belastbar ist, auch chemisch kaum belastbar ist. Man kann es bedrucken und man kann es in der Hand halten und anschauen, aber sonst kann man also mechanisch nicht sehr viel. Das Zweite, aufgrund der Koordinatentisch-Technik sind sie von den Größen her sehr eingeengt. Das heißt also, sie haben also hier
die größten, die Maschinen, die es also jetzt gibt, machen ungefähr einen Meter mal einen Meter. Ja? Danach wird das hin und her fahren schon so langsam, dass das also nicht mehr wirtschaftlich ist. Das heißt also, der Teil darf nicht größer als einen Meter mal einen Meter sein und dieser Teil sollte keine besonderen Genauigkeitsanforderungen haben. Denn auch bei der Genauigkeit sind wir bei der Plottertechnik, also heute in etwa in der Größenordnung 2, 3, 4, 5 Zehntel, je nachdem, wie viel Geld Sie auslegen wollen. Denn die Genauigkeit schlägt sich direkt im Preis nieder. Also die gleiche Maschine, um eine Zehnerpotenz genauer, können Sie davon ausgehen, 2 Zehnerpotenzen höherer Preis. Also hier geht es also sehr flott dahin. Und noch einmal zusammengefasst, den Nachteil die Größe, den Nachteil das Material. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Sintertechnik, hier ist also gerade die Automobilbranche eine der treibenden Kräfte in der Weiterentwicklung. Hier gibt es bereits Sintermaschinen, die also 2,5 Meter mal einen Meter sintern können und also einen guten halben Meter hoch. Sie werden sich jetzt fragen, wie kommt man zu diesem Maß? Ganz einfach, das ist also das Quermaß, das Sie also brauchen für Teile im Automobilbau. Das heißt, es gibt im Automobilbau keine Teile, die breiter sind als 2,5 Meter und damit kann ich also hier in der Sintertechnik alles abdecken. Hier haben Sie also Genauigkeiten erreichen von plus minus ein Zehntel. Hohe Materialqualität, hohe Temperaturbeständigkeit. Und wenn wir wieder zur guten alten Stereolithografie zurückkommen, dann haben Sie hier den großen Vorteil, dass Sie erstens die Modelle transparent gestalten können. Sie können also in das Modell auch noch hineinsehen, was gerade für den Bereich Medizintechnik sehr, sehr wichtig ist. Und Sie haben also hier die größten Maschinen, die zur Verfügung stehen. Also es gibt hier Maschinen mit 4 mal 2 Meter. Das heißt, Sie können also auch gleich einmal ein halbes Auto, können Sie also problemlos in so einer Anlage bauen. Also von der Anlage, von der ich spreche, die steht in einem Automobilwerk. Und da werden also praktisch ein ganzes Auto, ein Prototyp dieses Fahrzeuges hergestellt in 2 Wochen. In 2 Wochen steht der dort lackiert, von außen schaut er aus, wie wenn er gleich wegfahren würde. Das heißt, für Sie ganz einfach, die 3D-Technik hat sich also jetzt mit Ihren zur Verfügung stehenden Verfahren jetzt nicht selbst überholt durch den 3D-Plotter, sondern es bedient mit diesen verschiedenen Verfahren ganz einfach verschiedene Anforderungen in der Branche. Und überall dort, wie ich gesagt habe, Design, einfach, billig, schnell, Plotter, andere Ende, überall dort, wo hochgenau im Hundertstel Millimeter Bereich STL-Verfahren. Und wenn wir jetzt darauf aufbauen und sagen, das ist jetzt der Stand der Technik, hier haben wir jetzt eigentlich etwas erreicht, wie geht es weiter, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, es ist eigentlich fast nicht absehbar. Aber ein entscheidender Schritt ist sicherlich ein kommender, nämlich der Schritt, dass ich ganz einfach Funktionsteile nach persönlichem Bedarf fertige. Ein großes Automobilwerk der oberen Preisklasse, also ich darf den Namen ja nennen, das ist BMW, wird also heuer auf den Markt kommen bei den etwas teureren Fahrzeugen, dass Sie also, wenn Sie das Fahrzeug ordern, vermessen werden, wie bei einem Schneider, der misst also in Ihre Armlänge, Ihre Beinlänge, Ihre Größe, Ihre Breite und Sie bekommen dann das Interieur im Fahrzeug genau nach Ihren Körpermaßen gestaltet und haben dann die ideale Distanz zum Schalter, zu Handbremsen, zum Lenkrad oder was es also alles in diesen Luxuskarossen also heute gibt.
diese Produktionsteile werden jetzt schon bei BMW in der 3D-Technik gefertigt. Diese Teile werden auch natürlich jetzt schon in anderen Bereichen in dieser Technik gefertigt. Denken Sie also an den großen Bereich der Behinderten. Überall dort, wo Sie also ganz einfach durch eine Behinderung ein besonderes Erfordernis haben, haben Sie immer das Problem, dass dieses besondere Erfordernis besonders teuer ist, weil eben nur ein Stück. Ich muss das gleiche Programm machen, wenn es fertig ist, ich habe die gleichen Fertigungsschritte und wenn ich eins gemacht habe, muss ich also die Kosten komplett automatisiert haben. Das ist in der 3D-Technik nicht der Fall. Hier haben Sie einen Teil, der ganz genau auf Ihre Bedürfnisse und auf Ihren Körper angepasst ist und diesen einen Teil bekommen Sie also zu einem Preis, der sich also absolut sehen lassen kann und gerade wir haben hier in Wien eine tolle Firma, die das also auch ausnutzt, Otto Bock, Sie werden das sicher gehört haben, irrsinnig viele Implantate. Ich komme in meinem zweiten Referat dann noch darauf. Hier ist die 3D-Technik ganz einfach voll bei der Herstellung der Funktionsteile beschäftigt und hier liegt meiner Meinung nach auch die Zukunft. Abschließend darf ich sagen, meine Damen und Herren, wer heute an der 3D-Technik vorbeigeht, geht an der Zukunft der Wirtschaft vorbei. Die 3D-Technik ist heute für den kleinen Designer, den kleinen Schmuckhersteller, für das Ingenieurbüro genauso wichtig wie früher das Reißbrett. Ohne die 3D-Technik geht nichts mehr. Und wenn Sie sie noch nicht anwenden, dann sollten Sie sich überlegen, sich damit zu befassen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für diese super spannende Einführung, Herr Prieder. Ganz kurz noch, ich muss ein bisschen einen Blick auf die Zeit werfen. Können Sie kurz zusammenfassen, wie wichtig und wie inwieweit wird 3D-Druck die Welt verändern? Ich glaube, 3D-Druck wird die Welt also ganz wesentlich verändern. Speziell dort, wo es darum geht, individuelle Teile zu fertigen. Sie haben heute ein Auto mit 4 Rädern, mit denen Sie fahren. In Zukunft werden Sie ein Fahrzeug haben, das auf Ihre Bedürfnisse ganz speziell abgestimmt ist. Mhm. Besonders klein, besonders schmal, besonders angepasst an Ihren Körper. Armaturenbrett für Linkshänder zum so Beispiel. So ist es, Armaturenbrett für Linkshänder. Ja? Also das sind also Dinge, ich glaube, dass an der technischen Weiterentwicklung in der Welt sicherlich 3D-Druck in Zukunft einen wesentlichen Teil daran und womöglich auch das Ende des Diktats der Massenfertigung bringt. Das glaube ich auch und hier darf ich vielleicht noch sagen, der Individualismus ist wieder gefragt. Dankeschön, Herr Prieder. Gibt es denn noch Fragen von Ihnen, meine Damen und Herren? Bitte schön, der Herr hat eine Frage. Unsere Sophie, unsere Hostess, kommt mit einem Mikrofon zu Ihnen, damit wir Sie auch alle gut verstehen und vor allem auch jene, die via Livestream dabei sind. Bitte schön, der Herr. Danke. Ich wollte nur wissen, wie schaut es denn aus mit Metall-3D-Druck eigentlich? Das schließt sich prinzipiell aus. Metall-3D-Drucker müssten Sie also betreiben mit Temperaturen jenseits der 2000 Grad und da haben Sie schon ein Riesenproblem also bei den Führungen. Das heißt, das ist schlicht und einfach ein Temperaturproblem. Es gibt schon Versuche mit Metall-3D-Drucker mit sehr niedriger Temperatur schmelzenden Metalle. Nur da können Sie gleich zum Kunststoff gehen. Ja? Weil wenn ich ein niederschmelzendes Metall habe mit 300-400 Grad, das schaffe ich also mit Kunststoff-Sintern dann auch. Und wenn ich dann ein sehr festes Material brauche für kleine Anwendungen zum Beispiel? Sintern. Ganz einfach Sintern. Das ist gleichwertig, also nicht gleichwertig, aber... Fast gleichwertig wie das Originalmaterial. Also zum Beispiel in Spritzguss werden heute Spritzgussformen, aus denen 500.000 Stück generiert werden, im Sintern, in Sinter hergestellt, Sintermetall. Vielen Dank für Ihre Frage. Vielen Dank, Herr Prieder. Wir sehen uns ja noch einmal. Jawohl. Ich freue mich. Dankeschön. Dankeschön.